heute zu einem neuen Video. Zur Mathematik macht Freude, Freunde, Arbeitsblatt, bestimmtes Integral. Du kannst dieses auf der Webseite downloaden und ich bitte dich, dass du es während des Videos griffbereit hältst. Im letzten Video hast du erfahren, was Zwischensummen sind und dass diese annähernd die Fläche unter einem Funktionsgraphen beschreiben. Am Ende von diesem Video wirst du dann wissen, was passiert, wenn wir den Grenzwert dieser Summe bilden. Du wirst auch das erste Mal auf den Begriff orientierter Flächeninhalt stoßen und wirst am Schluss wissen, was das bestimmte Integral ist. Ich bitte dich, dass du nun zu Beginn dich kurz zurückerinnerst, was du im Video zum Grenzwert von Ober- und Untersummen gelernt hast. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit. Du hast erfahren, dass der Grenzwert von Unter- und Obersummen schlussendlich die Fläche unter einem Funktionsgraphen beschreibt. Und auch dieses Mal interessieren wir uns für einen Bereich, der zwischen der x-Achse, dem Funktionsgraphen und diesmal dem Intervall von a nach b, so wie im letzten Video, liegt. Und damit wir jetzt diese Annäherung genauer machen, teilen wir dieses Intervall. Und zwar wieder in immer mehr und mehr gleichbreite Teile. Also wir lassen die Anzahl an Teilintervallen n gegen unendlich gehen und bilden den Grenzwert. Und in jedem dieser einzelnen Intervalle wählen wir die Stützstellen wieder beliebig neu. Und wenn f jetzt eine stetige Funktion ist, dann ist der Grenzwert dieser Summe der orientierte Flächeninhalt zwischen diesem Funktionsgraphen und der x-Achse in diesem Intervall, das wir gewählt haben, in dem Fall zwischen a und b. Also diese orientierte Fläche. Was genau die orientierte Fläche ist, wirst du im nächsten Video erfahren. Und diesen orientierten Flächeninhalt nennen wir auch noch bestimmtes Integral. Von f im Intervall a, b. Kurz dafür können wir dies schreiben. Wobei dieses Zeichen das Integralszeichen ist, das für die Summe s steht, a die Untergrenze ist unseres Intervalls, b die Obergrenze unseres Intervalls ist, also hier wäre a und hier b, f von x unsere Funktion ist und dx uns angibt, nach welcher Variable wir schlussendlich dann integrieren. Und man kann sich diese Schreibweise recht gut merken, denn sie steht für ein langgezogenes S, wie die Summe, die wir hier oben hatten. Und diese geht generell auf den Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz zurück.